Die Posten, das Postengeschachere, wichtige Posten, die zu vergeben sind. Robin, was glauben Sie, wohin wird da die Reise gehen? Wen erleben wir da und welche Auswirkungen wird das haben? Manfred Weber wird jetzt auf Tempo setzen. Während wir reden, sitzt er schon im Privatjet nach Brüssel. Und er wird versuchen, von den anderen Fraktionschefs im Europäischen Parlament, also im neuen Europäischen Parlament, ein Commitment zu kriegen, dass sie sich auf ihn verständigen. Und dann will er sagen, ich bin der Kandidat des Parlaments, damit bin ich auch der Kandidat der Bürger. Und ihr Staats- und Regierungschefs, die sich Dienstagabend zum Abendessen in Brüssel treffen, ihr müsst sozusagen nur noch das abstempeln. Wenn er aber dieses Mandat nicht hinkriegt, dann sagen die Staats- und Regierungschefs, du hast keine Mehrheit, dann überlegen wir erstmal, ob wir nicht einen schönen Kandidaten haben und dann schicken wir den ins Parlament und dann können die nur noch abstempeln. Also Weber setzt auf Tempo, er muss auch auf Tempo setzen, weil je länger er braucht, dann geht der große Poker los, dann geht das los, du kriegst den Kommissionspräsident, ich krieg den EZB-Chef, du kriegst die hohe Beauftragte und hier haben wir noch einen Posten und da. Und in dieser Poker, also je länger es dauert, desto schlechter sind die Chancen. Das Haus Europa, wo ja viele schon gesagt haben, das Fundament bröckelt an der einen oder anderen Seite. Kommt dieses Haus Europa, EU, aus diesem Wahlabend gestärkt hervor? Ich glaube, eine Stärkung kann man wirklich konstatieren. Es sind mehr Leute wählen gegangen. Mhm. Und zwar nicht nur bei uns, sondern in fast allen Ländern. Das heißt, die Leute interessieren sich dafür und dadurch wird ja auch das Europaparlament aufgewertet. Weil ein Europaparlament ist immer nur so gut, wie die Leute sich dafür interessieren. Das ist eine Stärkung. Aber die Lage innerhalb des Parlaments wird natürlich schwieriger, weil dieser Dualismus, eine konservativ-christdemokratische, eine sozialdemokratisch-sozialistische Parteienfamilie, das gehört der Vergangenheit an. Wir haben einen starken liberalen Block in der Mitte, wir haben relativ starke Grüne, aber wir haben auch viele Linke, wir haben viele Rechte, wir haben viele Irre. Also das ist etwas, ja, seien wir doch ehrlich. Ja? Also das sind Leute, da wird die politische Meinungsbildung schwieriger werden. Ne? Also eigentlich hat das Parlament eine höhere Verantwortung als bisher und ob sie das dann auch annehmen können, schauen wir mal. Ja.